So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, letztes Mal, waren wir ein bisschen gefangen im Geisterhaus von Marcy. Und jetzt spielen wir Lead the Lads von Wabaros. Was scheinbar spielbar ist. Lead the Lads to Victory. Okay, wir gucken mal, was da jetzt uns entgegenkommt. Let's. What the heck? Okay. Da waren dann also 5 Pokés oder so. Oh no, muss ich alle durchbringen, oder wie? Wie viele muss ich durchbringen? Jo, was mit dir? Los geht's. Los, Leute, go! 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 Oh mein Gott. Du schaffst es, ja, durch, nein! Okay, zwei sind noch unter, drei sind noch unterwegs. Oh Gott. Nein, ich habe ihn. Ich bin dumm. Ich habe das falsch umgelesen. Okay, nice. Nein, nein, in die Richtung. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Einfach durch. Sehr schön. Oh je, ich habe nur noch 2. Nein. Go! Nein! Nein! Ich hab keinen mehr. What? Reset. Ah, da muss jetzt einer, am Ende muss einer ankommen und muss was drücken. Oder wie? Oh, der muss das hier auslösen. Einer muss ankommen und das hier auslösen. Oh, F. Okay. Das ist doch ein super Multilevel. Ich überlege gerade, ob man es irgendwie breaken kann, aber ich glaube es nicht. Yo. Nee. Keine Ahnung, was ich hier, wie ich hier was breaken will. Ich weiß es nicht. Ich kann hier nichts breaken. Oh Mist. Oh wait, ich komme hier nicht mal mit Yoshi raus. Wäre zeitlich eh jetzt kritisch geworden. Also los geht's, Freunde. Alle mir nach. Okay. So, jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Jetzt behalten wir auch mehr. Stopp. Nein! Go! Nein!
Oh Gott, da drüben sterben alle. Ich bin dumm. Nee, da starten wir neu. Da starten wir neu. Das war nix. Alter. So. Nein. Oh nein, jetzt muss wieder einer sterben. Oh nein! Oh, ist das dumm, jetzt läuft gleich wieder einer rein da. Nein, stopp, 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 du gehst erstmal komplett durch. So. Aber sind die jetzt auch so... Ja, jetzt kommen die nicht mehr... Okay, verstanden. Jetzt kann ich die noch holen. Eins. Oh, ich hätte die erstmal alle durchlaufen lassen mit... Nee. Ach, der kann da nicht durch, wenn das schon da ist. Okay, jetzt ist der auch durch. Jetzt kann der noch drüber. Jetzt geht der auch durch. Okay, gecheckt. So. Und jetzt gehen alle hier durch. Alle 5 Millionen. Uff. So, zack. Aber sind jetzt alle in dem versammelt oder was ist passiert? Das sind auch nur noch zwei. Oder sind alle in einem versammelt, aber auch dann sind es nur noch zwei. Scheiße. Nein! Oh, nice. Aber wie kann... Ich meine, das kann ich ja nicht mal... Ach, doch kann ich. Indem ich drüber stehe, würde ich den wieder loslassen. Ich kann das beeinflussen. Okay, jetzt sind die hier. Und jetzt gehe ich hier hin. Jetzt muss ich da durchlotsen. Ja gut, aber sobald die einmal anstoßen, laufen die ja durch. Also das ist nicht das Ding. Und jetzt gehe ich dahin, sodass der den direkt wieder, das heißt, wenn er ihn greift, direkt wieder loslässt. Nein! Direkt wieder loslässt. Okay, diesmal machen wir das richtig. Aber es kann immer nur einer durchlaufen, ne? Das, die werden nicht... Ach so! Die werden theoretisch so durchgezogen. Wenn ich da... Ah, wenn sich mehrere... Okay, verstanden. Ja. Wenn sich mehr hier ansammeln... So, der kommt jetzt auch wieder durch. Aber jetzt haben wir deutlich mehrere hier. Okay. Ja gut, wie auch immer. Los geht's. Lauf. Oh Mann, ey. So. Go. Holy shit, ey. Einer könnte jetzt hier gegriffen werden, theoretisch. Aber alle anderen... Nein! Oh, fuck. Oh, fuck! Wie viel sind jetzt durch? Zwei. No! Das ist nicht, was ich wollte. So, du gehst erstmal komplett durch. Nice. Und jetzt du. Stopp. Vorwärts. Okay, passt.
Wait, wo ist der andere hin? Oh no. Aber ab hier habe ich doch, wie gesagt, kaum noch Einfluss auf den Quatsch. Weil die greifen sich den ja einfach. Durch. Nein, jetzt greift er sich den... Okay. Okay. Oh. Keine Ahnung, warum das jetzt durchging, aber ist auch egal. So, jetzt muss der runterfallen. Und dann läuft er da einfach durch. Irgendwann. Ach nee. Das Springboard muss ihn halt darüber kicken. Schon. What? Was passiert hier? Alle durch hier jetzt. So. Nein! Okay, aber die sind durch. Fünf oder so sind drei. Drei. Ach du Scheiße. Wofür ist der da? Warum ist der da? Ich verstehe es nicht. Warum ist der da? Und wie kann ich verhindern, dass die gegrabt werden? Indem ich hier stehe? Scheinbar nicht. Oh je. Okay, auf geht's. Stopp. Hinwärts. Nein, okay, jetzt ist nur noch wieder der übrig. Oh, fuck my life. Aber ab jetzt habe ich keinen Einfluss mehr. Wie kann ich... Ja, wirklich. Wie sorge ich dafür, dass die nicht gecatcht werden? Ich muss irgendwie hin... Ich muss den irgendwie auslösen, dass der den wieder loslässt. Und dafür muss ich doch meistens in die Nähe von den Dingern kommen. Also muss ich da wahrscheinlich hinlaufen dann in dem Moment oder so. No. Ich kann nicht beide gleichzeitig... Oh Gott, stirbt mit der wieder weg. Ich müsste alle einzeln machen. Gut. Gut, die zwei kommen auch durch. Fehlt nur noch er. Oh Gott. So, fehlt nur noch er. Okay, der kommt auch durch. Okay. Screen ich die off oder was mache ich da?
das sieht doch mal gut aus. Ja, das sieht doch mal sehr gut aus. Das sind 7 Stück. 7 Stück. Mit denen werde ich jetzt ja wohl durchkommen. Ich weiß halt nicht. Ja. Okay, ich muss hinlaufen und dann werden die wieder freigelassen. Okay. Jo, was ist mit dem Kollegen da drüben? So, lauft erstmal hier ein bisschen rum, dass ihr euch sammeln könnt. Okay, cool. Oh mein Gott. Ich habe ihn einfach gekillt. Ich habe nicht gesehen, dass das ja so rum ist. Jetzt müsste ich sie doch alle auf einmal durchkriegen eigentlich. Ich meine, die sind ja wie eine Kette. Scheiße. Ja gut, 4 Stück. 4 Stück. Und es kommen 3 Greifer. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Okay. Sobald einer gegriffen wird, laufe ich hin. Und sorge dafür... Okay, es ist einer durch. Einer ist durch. Und der ist weg. Oh, ist der jetzt in dem Moment aufgescreent? Oh, das kann doch nicht sein. Hat noch gefehlt in dem Level. Boah. Das Problem ist, jetzt fallen da halt schon wieder welche. Oh mein Gott. Jetzt lasse ich erstmal die zwei da durch. Aber das Problem ist, die ich hier durchlasse... Nee, ich kann schon neu starten. Weil die, die ich da durchlasse, die screenen hinten ja weg. Oh, das ist doch dumm. Ich glaube, das Schlauste wäre wirklich, es einfach durchlaufen zu lassen und zu hoffen, dass genug durchkommen mit RNG. Ganz ehrlich. Ja, ein paar verrecken zwar, aber ein Großteil kommt durch. Aber eigentlich sammeln die sich ja hier. Eigentlich dürften die nicht offscreenen. Das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir 5. Okay. So, mal gucken, ob das jetzt hinhaut. Der muss los. What the fuck ist mit dem Ding falsch? 3. So, das kann ich hier schon mal einstellen, weil die werden ja zurückgeschoben gleich. Da nämlich. So. Alle 3 hier durchkriegen müsste jetzt eigentlich möglich sein. Ich hasse alles. Möglich sein.
Jetzt habe ich noch zwei, die werden beide gegriffen. Ich weiß es doch. Aber wie mache ich das, dass die nicht gegriffen werden? Geil. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen das jetzt. Hä? Was labert er? Ach so. Ach, hä? Der P-Switch resettet nicht, oder wie? Ah, das haben wir gar nicht getestet. Oder haben wir das getestet? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir spielen die Snowflake Cliffs. Oh Mann, ey. Ich werd bekloppt. Jetzt haben wir 20 Minuten in dem Level verbracht und es nicht geschafft. Aber wisst ihr, wie ich diese Greifer hätte stoppen können? Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich muss hinlaufen, aber das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Keine Ahnung. Spielen wir lieber ein schönes Marcy-Level. Da erlebt man zumindest noch was. Oh wait, gib mir den. Oder so. So. Okay, da unten kann man rein. Das führt wahrscheinlich dann wieder gleich da hoch. Aber wir gucken uns mal an, was hier für ein Bonus ist. Ein P-Switch-Bonus. Yay! Genau, dann komme ich hier wieder raus. Cool. Oh, das war nicht, was ich wollte. Ich habe das absichtlich gemacht, weil ich wollte auch mal den Weg obenrum zeigen. Man kann ja auch obenrum gehen. Das wollte ich. Wollte ich nur. Mann! Das wollte ich nur mal demonstrieren. Man kann ja auch obenrum gehen. Ich weiß noch nicht wie. Aber man kann ja auch obenrum gehen. Aua. Hätte ich gedacht. Da kann man auch nicht obenrum gehen. Ne, vielleicht kann man auch nicht obenrum. Hä? Ich dachte, man kommt da hoch, aber scheinbar kommt man da nicht hoch. Ah, ich dachte, es gibt hier zwei Wege, aber das wirkt anscheinend nur so. Ja, da ist gar kein Alternativweg. Ups. Da ist gar kein Alternativweg. Ich hätte warten sollen. Egal. Wir werden schon nicht jetzt gleich in der nächsten Sekunde verrecken. Wird schon noch ein Checkpoint kommen vor Airborne. Sehr schön. Wow. Mein Skill ist voll gut, dass der Pilz da hin und her segelt. Voll gut. Ich hab Quatsch gemacht. Ah. Okay, hier kann ich durch. Oh Mist, das war dumm. Was ist da oben? Ein Power-Up? Nein. Schade. Hi. Yo, den hätte ich fast... Ach so. Cool. Ja, schönes, angenehmes Level. Dann machen wir jetzt auch noch das Meme-Level. Dann machen wir jetzt auch noch... Entschuldigung. Das Meme-Level. Ja. Meme-Music-Medley-Speedrun. Let's go.
Mal gucken, was alles für Memes kommen und was man kennt. Da stand Keep One. Oh, da soll ich nicht springen, okay. Zu bald. Ich muss wirklich exakt auf die Pfeile achten. Dann funktioniert es auch. Mist. Ich meine, das Lied soll What Up sein, ne? What's Up heißt es, glaube ich. Das ist ja dieses Meme, was es von He-Man gibt. Aber es ist ein normales Lied dahinter. Ja. Da ist es jetzt. Du. Ach, Mann, wieso sehe ich das denn nicht? Oh. Ich glaube, der sollte tot sein. Weiß nicht, ob das gut ist, dass der noch lebt. Oh, we did it. Das war doch cool. Das war doch cool. Boah, aber der Anfang, ne? Der Anfang war einfach. Dieses, ja, dieser andere Anfang. Sollen wir es noch einmal? Komm, wir probieren es noch einmal. Jetzt habe ich die anderen Sachen gezeigt. Jetzt habe ich zumindest nicht mehr diesen Zeitdruck, dass ich in dem Part nichts anderes gezeigt hätte. Wir probieren es noch einmal. Aber es ist. Ich verstehe das mit dem On-Off-Screenen nicht, ne? Weil eigentlich müssten die sich da drüben ja sammeln. Und trotzdem sind sie manchmal einfach weg.
Ach so, doch, verstehe ich. Oder verstehe ich, weiß es nicht, ob ich es verstehe. So, bisher sind 4 durch. 5 sind durch. Jetzt müsste ich 5 da drüben sehen. Ich glaube, das Ding ist, dadurch, dass ich den on-off immer wieder drücke, ziehe ich die hier halt weiter. Und dann laufen die da in den on, praktisch ins Offscreen rein. Jetzt habe ich 5. Ja, 5 habe ich. Aber 5 reicht nicht. Dann mache ich wieder Mist bei 5. Oh, shit, ey. So, wie verhindere ich diesen Mist hier? Das ist doch komplett... Jetzt sind halt 4 durchgekommen, aber es war pures Glück. Da muss ich aber was tun können. So, die kann ich jetzt einfach hier rüberziehen, weil hier werden sie gestoppt. So. Okay, alle 4 sind durch. Wir haben 4 Stück hier am Ende bei den Greifern. So. Aber irgendwie muss ich das machen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie muss ich das beeinflussen können. Okay, einer ist durch. 2 sind durch. 2 sind durch. Let's go. 2 sind durch. Da wird doch jetzt der eine zumindest den anderen da vielleicht durchschieben mit Glück. Das Ding ist halt, ich darf die nicht da oben dran killen, ne? Ich muss halt dafür sorgen, dass dieses Springboard die da rüber feuert. Na! Das war nicht, was ich wollte. Scheiße. Ach komm. Das war nicht. F. Komm mit Yoshi. Aber das Ding ist, dadurch, dass ich hier so rumvariiere, schmeiße ich die ja auch teilweise da runter. Das ist kompletter Müll, was ich da mache. Guck mal, jetzt sind gerade 2 durch. Und jetzt kommen die schon wieder zurück, weil ich dumm bin. Jetzt stirbt mich ja alles weg. Oh mein Gott, ist das blöd. Ich glaube, wir bleiben dabei, das einfach dem Zufall zu überlassen, ob die durchkommen hier. 3 sind durch. 5 sind durch. Und der 6. geht auch noch durch. Gut. Ist okay. Kann man so anbieten. 6 sind durch. So, aber wie mache ich jetzt das da? Wie verhindere ich, dass der gegrabt wird? Ich kann den ja nicht... Der lässt ja von selbst nicht los. Ich kann ja hier machen, was ich will. Meine 4 sind jetzt durch, aber...
Das Warum ist halt, ne? Das ist doch pures Glück, ich versteh's nicht. Bitte stirbt nicht. Okay. Okay, drei sind durch. Drei und drei Greifer, ja, das ist nicht gut. Meine, hier kann ich nochmal stoppen. So. Da kann ich nochmal stoppen, aber dann ist vorbei. Jetzt habe ich keinen Einfluss mehr. Oh, nice. Drei sind durch. Oh mein Gott, alle drei sind durch. Ey, wenn ich das jetzt versaue, ne? Bevor ich versehentlich mit Yoshi gegen den On-Off laufe oder so ein Quatsch, steige ich lieber mal ganz schnell ab. So, die schieben sich leider nicht von selbst da durch. Das ist das Ding. Ich muss, wenn die runterfallen. Ja! Oh mein Gott! Das war eine viel zu schwere. Oh mein Gott, war das eine schwere Geburt. Oh. Holy shit. Ah, Tageszielerei. Na, also, boah. Das war. Das war interessant. Ich möchte beim nächsten Mal nochmal einen Super Expert One machen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.